Ich freue mich sehr, heute hier in Bukarest zu Gast zu sein. Unsere Wirtschaftsbeziehungen sind eine Erfolgsgeschichte. In den zentralen Europa-, außen- und sicherheitspolitischen Fragen haben wir große Übereinstimmung. Das gilt auch und insbesondere für unsere Haltung gegenüber dem völkerrechtswidrigen russischen Überfall auf die Ukraine. Meine Anerkennung möchte ich Rumänien für seine wichtige Rolle bei der Aufnahme vieler Flüchtlinge aus der Ukraine aussprechen. Das ist eine große humanitäre Geste. Der Zusammenhalt in der Europäischen Union und als transatlantische Partner ist und bleibt entscheidend in dieser Lage. Und ich freue mich deshalb, dass wir heute Nachmittag ein gemeinsames Treffen mit Staatspräsidentin Maia Sandu haben. Moldau ist Teil unserer europäischen Familie. Im Sommer haben wir ihr den Kandidatenstatus zugebilligt. Und ich begrüße es sehr, wie entschlossen Moldau die nötigen Reformen angegangen ist, die für einen EU-Beitritt unabdingbar sind. Unsere Unterstützung auf diesem Weg kann sich Moldau sicher sein.